Ja. So, meine Fans. Wir können das eigentlich locker mit TNT in die Luft springen, aber nicht so. Nein. Naja, aber was sollen wir mit TNT nehmen? Ich gehe hier nicht ran. Nein, mach, wir gehen auch nicht ran. Also, wie gesagt, wieder nur für Fliegen. Ich hab dich lieb, Schwein, ich hab dich lieb! Oder wie jetzt, auf wenn wir halt suchen, dann Monster auszuschalten. Ich hab dich lieb! Also, sobald wir anfangen, unser Essen. Ja, sobald wir anfangen zu bauen, werden wir die Monster auf jeden Fall wieder einschalten, das verspreche ich. Na, das ist jetzt nur für den Anfang, weil. Na, das ist man schon schneller. Es wird hell, es wird hell! Leute, es wird hell. Ja, da oben finde ich dich auch, Hühnchen. John Power. Schon mein Dings weg. Ey. Die erste Akte ist schon weg. Nach Pommel schlagen. Die haben irgendwie so eine ganz kleine Schlagkapazität. Ist schon wieder dunkel. Oh, schon fast wie, ist ja schon fast wie Call of Duty hier. Ey. Pass auf. Call of Duty Mittelalter oder so. Schweinchen. Ich glaube, wir müssen langsam genug Fleisch. Camper. Ich bin ein Camper jetzt. Oh, jetzt habe ich voll zugeschlagen. So, pass auf. Ich schleiche mich an das Objekt heran. Und Axt ist auch gleich kaputt. Ja. Ich muss sagen, wir sind eigentlich. Ja. Gut. So, ich will gleich auch noch ein paar Bäumchen abhauen. Abhauen? Ja, abhauen. Ich hau sie ab. Und wir haben so ein Glück hier. Wir haben genug Fleisch, Alter. Ja, man kann nie genug Fleisch. Okay, das war ziemlich pervers gerade. Nein, man kann nie genug Fleisch haben. Doch, kann man. Nein. Irgendwann denkst du dir so, ich brauch Fleisch, du hast es nicht. So viel Fleisch, lass uns das erstmal braten. Da haben wir noch nicht mal Steine, wir haben noch nicht mal Kohle. Das kommt auch später. So. Geschweige denn ein Bett. Du willst ein Bett für uns zwei, oder? Ja. Schmacht der aber auch nicht. Obergator. Ja, was ist los? Du hast mich rufen. Ich hab morgen Schule. Ja, da bist du nicht der Einzige. Ja, aber das Gute ist, nächste Woche, letzte Woche haben wir Projektwoche. Die können wir auch eigentlich gestohlen bleiben, bin ich mal ganz ehrlich. Da fahren wir ins Bett. Warum habe ich noch eine Schaufel gemacht? Ich habe doch nur zwei. Warte. Ja, komm. Komm schon. So, jetzt mal ein bisschen hier Steine ab. Alter, wann wollen wir denn endlich mal unser festes Territorium? Suchen. Oh, Territorium. Das erinnert mich an die dümmste Frau der Welt. Gib das mal in den Typ ein, guckt euch das Video an. Von Frauentausch. Kann. Ihr kennt es bestimmt mit dem Erdbeerkäse. Das macht so alles. Also die kann. Also die ist so. Bio ist für mich ungesund, weil da sind die ganzen Kalorien drin. Und Kinderschokolade ist gesund. Und der ganze Kühlschrank ist voller Wurst und so. Man sagt, die wird nur gesund gekocht. Holt da erstmal so 10 Kilo Schinken und so was raus. Ja, gesund. Ich lasse jetzt kurz nach McDonald's gehen und sagen, ich esse Obst oder so. Das ist genau die gleiche Scheiße. Komm schon. Ach ja, das ist ja einfach, wir sammeln gerade Kohle ein. Ja. Unsere erste Kohle. Also, wenn gleich hier irgendjemand einkommt im Zimmer. Wenn wir die Aufnahme nicht unterbrechen, sondern einfach weitermachen. Was? Jan, kommst du? Nein! Oha, ich hoffe, ich krieg voll Anschiss irgendwie von meiner Mutti gerade. Mutti? Ja. Von meiner Mama. Und dann gerade wird die Aufnahme so, dann aber Mama, nein, du räumst jetzt sofort dein Zimmer auf! Wäre ganz sicher, ey. Ich meine, mein Zimmer ist aufgeräumt. Kidding me. Ja? Guck auf dein Bett! Mein Bett ist ordentlich. Ja, es ist ordentlich, Daniel. Guck dich doch mal hier um. Ist ordentlich. Guck dir mein Zimmer und guck dir dein Zimmer an. Ja, bei deinem Zimmer hast du auch nicht viel zu unordentlich machen. Ja, bei meinem alten großen Zimmer, da war auch größer. Und da hatte ich auch immer Ordnung. Ja,
In Ordnung. Weißt du, ich komm einfach mal spontan zu dir, Alter. Einfach ja, mal spontan. Kannst du machen. Ja, okay, mach ich. Ist immer ordentlich da. Ja, du hast ja auch nichts, wo du hast. Ja. Hab ich ja schon gesagt. Also, weil ich immer noch. Hä? Warum hab ich denn jetzt 60? Oh, ihr seid ja auch noch da, Alter. Ja. Wir haben ja gerade so ein paar Kollegendiskussionen. Aber. Nein, aber. Ja. So, okay, jetzt habe ich ein bisschen Stein gesammelt. Um jetzt mal ein bisschen Sachen aus Stein herzustellen. Damit alles mal ein bisschen schneller geht. So, jetzt wird's aber gemacht hier. Zack, zack. Das ist Kies. Hä? Achso, ja, okay. Das ist Kies. So. Nein, nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen das. Genau das brauchen wir. So, okay. Jetzt erstmal ein paar Bäume abpacken. Oh, Leute! John mal. Oh, Leute! Ja. Ich werde dafür, dass langsam von dieser Insel verschwinden. Ja, du. Ich aber nicht. Wir verschwinden schon bald. Keine Sorge, ich muss erstmal hier richtig geile Holz sammeln. Borussia Mönchengladbach, ole, ole. Weil ich mag das irgendwie nicht, wenn ich auf einer Insel bin und eine schöne Aussicht habe, die ganzen Bäume da wegzumachen. Ich mag das einfach nicht. Das machst du aber gerade. Ja, wir bleiben nicht auf der Insel, also können wir auch machen hier, was wir wollen. Wir können die Hühner... Füttern. Füttern, genau, wir können die Hühner füttern. So, wie jetzt? Guck mal, das ist ein Bild. Ja, ne? Das ist voll cool, den Job. Na, wie gesagt, wir können die Hühner füttern. Füttern. Und meine Mama hat Pizza gemacht! Fenster ist auf. Ja, die hat. Ja, und? Die hat Pizza gemacht. Ich liebe Pizza. Was ist denn so schlimm? Ich weiß nicht. So. Das sollte genug Holz sein. Das ist noch lange nicht genug. Also, ich bin ja für die Prügelstrafe in der Schule, ne? Ja. Boah, nee, Alter, ich hab. Boah, nee. Nein! Wenn wir am Dienstag, da habe ich zum ersten Mal, seitdem ich mich erinnern kann, in der Schule Geburtstag. Also ich habe einen Tag vor der Deutschen Einheit Geburtstag, also vor dem Tag der Deutschen Einheit, sprich 2. Oktober. Zum ersten Mal habe ich in der Schule Geburtstag. Und das heißt, erstmal ganz viele Türken. Wenn die erfahren, wie alt ich geworden bin, krieg ich das Schlangen. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob das auch bei euch auf den Schulen so ist. Auf jeden Fall, die kommen dann erstmal mit der ganzen Gang an, wenn du Geburtstag hast. Und dann, wenn du sagst, wie alt du wirst, sag ich mal 15, hauen alle dich ganz doll 15 Mal. Oh, ich weiß noch, Daniel, weißt noch damals, wo die an uns vorbeigekommen sind und du gesagt hast, ich hab Geburtstag, bin 14, bin 14, auf einmal gehen alle auf mich los. Ich lieg da am Boden, die schlagen mich da alle. Ich so, Leute. Und der Daniel lacht erstmal so, ne, ich schwör. So eine Aktion nochmal, ne, ein Apfel. Der hat sie gar nicht gefunden. Ah, ich war auch noch gut. Egal, ja. Du warst jung, brauchst das Geld, oder? Ja. Wer soll mich verarschen hier? Mein Gott, ich glaube, unsere Storys sind echt interessanter als das ganze Spiel hier. Das ist so. Wow, wow. Daniel, hör auf. Mein Handy. Nein, die kann ich ja nicht sehen. So. Ja, ich finde das bestimmt ein bisschen langweilig, dass ich jetzt die ganze Holz absammeln, aber denkt. Unsere Storys sind interessanter. Ihr werdet mir auch dafür danken. Also, wir können euch auch so viel erzählen, aber. Also, ich finde, also ich weiß nicht, wie ich es die Zuschauer finde hier, aber ich finde, für das erste Ding ist es schon ganz gut geworden. Ja. Für die Zuschauer, jetzt gucken wir so nach 2 Wochen das Video an, ein Zuschauer. Ist so. Und den von Andreas. Ja, wahrscheinlich. Naja. Egal. Na, ist klar, dass wir nie so berühmt sein werden wie Krog oder Sarazar und so. Aber. Ja, aber wie gesagt, das soll eigentlich auch nur so ein Fun-Channel sein. Die haben mich vorgeholt zu machen. Nein, aber eigentlich, also eigentlich ist das nicht mehr klar. Das hier die Todesinsel. Die Todesinsel? Da, da. Das ist sie nicht, das ist eine neue. Nicht noch so eine!
Nee, da gehe ich ganz bestimmt nicht. Ich will so eine Insel, wo so alles so Berge sind, weißt du, so Gebirge so. Ja, nur Gebirge ist auch scheiße. Ja, nicht nur, aber weißt du, so wie du halt auf deiner Welt hast. Leute, ich zeig euch jetzt mal kurz was. Das ist jetzt eure Welt, deine Welt. Ich spreche schon zurück zum Hauptmenü. So, ihr seht alles hier, genau. Okay, das ist meine Welt, ne?